Lass uns aber auch mal auf das Alltägliche gucken, wie wir mit den Menschen, die wir lieben, tagtäglich umgehen, wie da so die Geschichten, die Urteile, die wir haben, zwischen uns stehen und die tiefe Verbindung verbauen, versauen. Die letzten paar Tage habe ich gemerkt, dass ich wirklich ganz, wie gesagt, fünfter Vortrag und ich bin aufgewacht, dachte immer, ist das Aufregung? Fuck, warum bist du so aufgeregt? Und erst habe ich mir Sorgen gemacht über meinen Zustand und ob es langsam vor die Hunde mit mir geht. Und dann habe ich nochmal genauer hingespürt und festgestellt, dass mir das Thema, über das ich heute rede, so wahnsinnig wichtig ist, dass mein kompletter Körper vibriert gerade, wenn ich nur daran denke, dass ich meine Message heute wirklich unbedingt rüberbringen möchte, weil sie mir so nah am Herzen ist. Und deswegen starte ich auch direkt mal. Es wird eine Vorlesung. Ich habe gedacht, wenn ich so aufgeregt bin, kann ich unter keinen Umständen frei reden. Ich muss mir das aufschreiben. Kleiner Lifehack auch für alle Speaker: einfach ablesen. Vergisst man nichts, kein Blackout. Großartig. Also, ne, macht's euch gemütlich. Wo ist mein Stuhl? Wo ist mein Sessel? Nein, es ist ein hochwissenschaftliches Experiment. Und deswegen habe ich hier Wort für Wort, weil das wichtig ist, aufgeschrieben. Ihr seid da, ja? Stellt euch vor, folgende Situation. Ein Flugzeug muss notlanden und bricht in drei Teile. Die Kabine füllt sich mit Rauch. Allen Insassen ist klar, wir müssen hier raus. Was passiert? Auf Planet A fragen die Insassen einander, ob es ihnen gut gehe. Personen, die Hilfe benötigen, bekommen den Vortritt. Die Menschen sind bereit, ihr Leben zu opfern, auch für Fremde. Auf dem Planeten B kämpft jeder für sich allein. Totale Panik bricht aus, es wird getreten und geschubst. Kinder, ältere Menschen und Menschen mit Behinderungen werden niedergetrampelt. Meine Frage an dich: auf welchem Planet leben wir? Schön, dieses leichte Murmeln. Alle rechnen eigentlich schon mit so einer Handabfrage, die wir jetzt nicht machen. Aus Gründen will ich euch in dem Fall nicht antun. Wenn es dir geht wie den allermeisten Menschen da draußen, dann hast du gedacht, ist zwar scheiße, aber es ist der Planet B. Es ist der Planet, wo die Panik ausbricht, wo Leute sich gegenseitig in den Rücken fallen. Dieses Beispiel ist von Tom Postmist, schweres Wort, Sozialpsychologie-Professor an der Universität Groningen, und er fragt seit Jahren, Jahrzehnten seine Studierende genau diese Frage. 97% aller Studierenden, unabhängig übrigens auch davon, in welchem Semester die gerade studieren, wie weit die sind, wie schlau die sind, ob das andere Professoren sind, sagen, wir leben auf Planet B, dem Planeten, wo wir leider Gottes in Panik verfallen in solchen Situationen. Und auch ich habe in meiner Insta-Story mal eine Umfrage gemacht in meiner Community. 73% aller Menschen haben abgestimmt, wir leben auf Planet B, wo wir uns gegenseitig die Köpfe einschlagen. Es sieht aber so aus. Und Rutger Bregmann, großartiger Geschichtswissenschaftler, hat den besten New York Times Bestseller geschrieben, Im Grunde gut, sagt, es ist eigentlich die am besten belegteste These, dass wir auf Planet A leben. Man hat alle Katastrophen dieser Welt untersucht, Augenzeugen befragt, geschichtswissenschaftlich untersucht, und immer kommt das Beste in Menschen heraus, wenn eine Panik entsteht, wenn eine Katastrophe entsteht. Aber die allermeisten Menschen sind davon überzeugt, dass das nicht der Fall ist. Und es treibt ihn in den Wahnsinn. Wenn man Leute fragt, die beim World Trade Center 9/11 dabei waren, die in den Türmen waren, die da irgendwie aus diesem Gebäude, aus einem fucking Flugzeug in das Gebäude reingeflogen, du musst da raus. Ja? In unser aller Köpfen denken wir alle Panik und die Bilder. Augenzeugen dachten, das war unwirklich. Menschen haben sich gegenseitig den Vortritt gesagt, nee, du zuerst. Kennt ihr diese Situation? Du zuerst. Du siehst noch ein bisschen schwächer aus als ich. Geh du lieber zuerst. Das hat stattgefunden einfach. Und wir denken aber, dass der Mensch im Grunde schlecht ist. Und das Absurde ist ja, wenn ich jetzt jeden Einzelnen von euch hier fragen würde und von allen, die gerade zugucken, ich würde sagen, ein allergroßer Anteil würde jeder für sich selber sagen, nee, ich bin schon ein guter Mensch. Also ich hoffe auch, dass ich Menschen helfe. Ihr wisst nicht genau, weil ihr wahrscheinlich noch nicht so häufig bei solchen Katastrophen dabei wart, aber generell würde jeder Einzelne von sich vermuten, nee, ich würde schon, wenn er jetzt ein Kind ist, dass da irgendwie, klar würde ich dem helfen. Wir denken nur, dass halt alle anderen schlecht sind. Das ist halt schon scheiße. Und es ist ja auch gar nicht so ohne.
wenn wir davon ausgehen, dass alle anderen Menschen schlecht sind, das verändert ja radikal unser Verhalten. Unterbewusst oder bewusst. Wenn ich eher erstmal davon ausgehe, dass alle Menschen mir was Schlechtes wollen und ich mich vor denen schützen muss, dann macht das was mit mir. Im schlimmsten Fall führt das sogar dazu, dass sich andere Menschen dann tatsächlich schlecht verhalten, weil ich denen ja mit Misstrauen, Missgunst, Abneigung und Vorsicht begegne. Denke, oh, was will mit dem? Der ist ja komisch. Da bin ich lieber auch mal vorsichtig. Und auf einmal passieren die Dinge, die fälschlicherweise von uns angenommen würden, wirklich. Bei der größten Naturkatastrophe in den USA, dem Hurricane Katrina 2005, hat man das auch gedacht. Ganz am Anfang, es waren auch ganz viele reißerische Pressemitteilungen, da wieder jemand gestorben und es kommt das Schlimmste gerade raus. Mit Abstand haben sich Wissenschaftler das mal angeguckt. Und all die Plünderungen waren eigentlich Leute, einige Gruppen haben sich die Robin Hood-Plünderer genannt, weil die Läden leergeräumt haben, um das dann an andere zu verteilen, weil es einfach eine Notlage war. Und all die Tote, die da stattgefunden haben, das waren keine Morde oder irgendwelche hinterhältigen, außer Rand und Band geratenen Situationen, sondern da war jemand, der hat sich umgebracht, irgendeiner hatte eine Überdosis an Drogen und wir dachten aber alle, da ist gerade Armageddon. Und das Schlimme ist, dass die Hilfen verzögert wurden, weil Hilfskräfte Angst hatten, in dieses Gebiet reinzukommen, weil die dachten, ja, der Mensch, da ist gerade, ne, da haut sich jeder die Köpfe ein, Recht und Ordnung ist vorbei. Die haben sich nicht getraut, die mussten warten, bis das Militär da war, weil die Angst hatten, da reinzukommen. Und dadurch sind dann faktisch viele Menschen gestorben, weil die Hilfe zu spät kam. Unsere Annahmen, die Geschichten, die wir uns über andere Menschen erzählen, haben einen Einfluss darauf, wie wir anderen Menschen begegnen und haben im Endeffekt einen Einfluss darauf, wie die Qualität unseres Lebens ist. Alfred Adler, berühmter Psychologe, großer Denker, hat schon vor über 100 Jahren gesagt, alle Probleme sind zwischenmenschliche Beziehungsprobleme. Wir fokussieren in dieser Persönlichkeitsentwicklungsbubble immer so viel auf das Ich und wie kann ich meine Ziele erreichen und wie komme ich dahin, ja, und dann gibt es noch andere, dann gibt es noch die Tipps, ne, befreie dich von Energiefressern, weil die anderen Menschen, das sind ja die Energie entziehen. Vielleicht ist da ja auch so ein ähnlicher Mechanismus wie mit dem Gutdenken, was wir am Anfang hatten. Aber eigentlich ist doch jede Angst, jedes Problem, was wir so im Alltag haben, hat immer mit anderen Menschen zu tun. Und nur weil ich vielleicht deren Wertschätzung haben will, weil ich vielleicht, wenn ich auf dem Ego-Trip immer größer und schneller und weiter bin, will ich eigentlich nur final die Liebe meines Papas gewinnen, was auch immer. Aber unsere meisten Probleme sind immer Probleme mit anderen Menschen oder die Angst davor, dass wir Probleme mit anderen Menschen bekommen könnten. Wenn wir dann noch denken, dass alle Menschen uns was Böses wollen und jeder gegen jeden kämpft, dann ist das ein verdammt anstrengendes Leben. Und genau über dieses Thema möchte ich heute auch im Kleinen reden. Jetzt haben wir mal so die Große, ne? Die wenigsten von uns, wobei vor kurzem gar nicht so weit weg von ihr, haben wir genau das eigentlich gesehen, die ganzen Überschwemmungen und wie das Gute im Menschen hervorgebracht hat, wie viele Helfer, Helferinnen dahin gefahren sind von überall, Spenden, alle haben zusammen angepackt. Wir sehen es ständig auch mit unseren eigenen Augen, aber dieser Mythos, dass der Mensch schlecht ist, hat sich einfach so tief in unseren Verstand reingegraben und führt dazu, dass wir mit weniger Vertrauen durchs Leben gehen. Und das sind die großen Themen. Lass uns aber auch mal auf das Alltägliche gucken, wie wir mit den Menschen, die wir lieben, tagtäglich umgehen, wie da so die Geschichten, die Urteile, die wir haben, zwischen uns stehen und die tiefe Verbindung verbauen, versauen. Deswegen habe ich noch ein anderes kleines Experiment gemacht und ihr wart Teil davon, ohne dass ich euch vorher gefragt habe. Sorry. Ist euch was an meinem Knie aufgefallen? Das ist das erste Mal, dass ich eine zerrissene Hose auf einer Bühne anhab, würde ich normalerweise auch nicht machen, aber für die Wissenschaft und für kleine Experimente mache ich ziemlich viel. Und jetzt frag dich mal, was für Gedanken du in Bezug auf meine Hose hattest. Ist dir das aufgefallen überhaupt? Einige werden sagen, was, Hose, hä, Löcher, gar nicht gesehen. Andere werden sagen, ja, habe ich gesehen, fand ich ein bisschen too much, ehrlich gesagt. Ein Loch hätte mir auch gereicht. Finde ich ja noch gut. Und dann die Frage, hat er die selber reingeschnitten? Oder ist bei Löchern in der Hose ganz wichtig, sind die natürlich entstanden? Hat da jemand nachgeholfen? Das ist für einige Menschen die wichtigste Frage überhaupt, um mich dann in die richtige Kategorie zu stecken. Einige, die da hier auf YouTube angefangen haben zu gucken, sind vielleicht schon gar nicht mehr Teil. Die können gar nicht mehr jetzt entscheiden, wie die es fanden, weil die so irritiert waren davon, dass da jemand ein Loch in, und was soll das, modisch, was für ein junger Typ, dann hier noch irgendwie Blondlöckchen, nee, okay, das nächste Video, zack, direkt wieder 50.000 Views weg.
eine vermeintlich unschuldige Situation, da ist jemand auf der Bühne und hat Löcher in der Hose. Wahrscheinlich, wenn wir uns die Zeit nehmen würden, hier jeden Einzelnen zu fragen, 400 verschiedene Sichtweisen auf diese ziemlich sehr, sehr unschuldige Situation eigentlich. Einige vielleicht auch komplett empört, so richtig emotional aufgebracht. Andere fragen sich, hä, was labert der da über dieses, komplett egal. Unser Verstand ist eine Geschichtenerzählerin. Sofort, wenn wir was sehen, sofort bewerten wir. Wir sind so wahnsinnig schnell in unseren Bewertungen, Verurteilungen. Sofort erzählen wir uns eine Geschichte darüber, wie jemand ist, wie jemand sein sollte. Und zwar nicht nur schnell so mit mal auf den ersten Blick. Wir glauben uns auch die Geschichten, die wir uns über unsere Partner erzählen und wie die sein sollten und dass sie auch unbedingt so sein sollen. Und wenn man anders ist, ist das nicht in Ordnung. Aber jeder von euch hat irgendwo in einem Instagram-Post schon mal den Satz gelesen, du siehst die Welt nicht, wie sie ist, du siehst die Welt so, wie du bist. Es sind nicht die Dinge, die dich beunruhigen, sondern deine Meinungen und Urteile über die Dinge, hat Epiktet gesagt. Byron Katie würde sagen, du leidest nicht an den Dingen, nicht an den Umständen, nicht an anderen Personen, sondern an deiner Geschichte, die du dir darüber erzählst. Die hochindividuell ist, die kann davon abhängen, wie viele Stunden Schlaf du letzte Nacht bekommen hast. Kann es schon sein, dass du an dem einen Tag sagst, coole Hose, am nächsten Tag sagst, Alter, nervt mich das. Und es ist auch total fein, dass wir diese schnellen, manchmal ist es super, dass wir so schnell sind mit unserem Kopf. Ja? Kreativität, wir können tolle Dinge erschaffen mit unserem Verstand. Nur wenn wir das glauben, was wir da auf die Schnelle uns immer so zusammenspinnen, all die Geschichten, die wir uns über andere Menschen erzählen, die großen Menschen sind im Grunde schlecht, aber auch die kleinen, mein Chef ist ein Arschloch, ich kann meine Freundin nur lieben, wenn sie so ist, der Typ nervt mich, das ist ein Energiefresser, der ist so und dann fragst du mal rum und stellst fest, jeder sieht den anders und wir glauben aber, wir haben die Hybris zu denken, ja ich bin der Einzige, der das hier richtig sieht. Na klar ist das ein Arschloch. Hast du gesehen, was der gemacht hat? Naja, aber du hast dich auch nicht so. Was? Bist du bescheuert? Seneca hat gesagt, ihr alle kennt's, errare humanum est. Irren ist menschlich. Wir könnten auch sagen, eine Geschichte sich zu erzählen ist menschlich. Das macht unser Verstand sofort. Da können wir uns auch gar nicht dagegen wehren. Da können wir noch so oft sagen, good vibes only und positive thinking. Der Verstand ist so viel schneller, als du das schon noch die Leuchtreklame an der Wand mit Good Vibes angemacht hast, hat dein Verstand schon dreimal alle Menschen im Raum beurteilt. Eine Geschichte zu haben ist menschlich, errare humanum est. Der zweite Teil von Seneca ist aber noch viel spannender, der wird nicht so häufig zitiert, es geht weiter. Errare humanum est, sed in errare perseverare diabolicum. Irren, ne? Ist ja klar. So, das war's auch. Vielen Dank. Zwischenapplaus bitte, oder? Sed in errare perseverare diabolicum. Klar, klar. Irren ist menschlich, aber auf Irrtümern zu bestehen ist teuflisch. Eine Geschichte zu haben ist menschlich, aber diese Geschichte sich immer wieder selbst zu erzählen, anderen Menschen versuchen mit ins Boot zu holen. Hast du gesehen, was der gemacht hat? Hast du gesehen? Und dann, ja, und dann seid ihr schon zu zweit empört und erzählt euch gegen und bestärkt euch in der Geschichte. Ja, das ist wirklich ein schlechter Mensch. Kann man ganze Gruppen bilden, ganze Teams. Ja, genau. Das, Neil Seth auf der TED-Stage, der hat sich sein Leben lang mit Wahrnehmung beschäftigt, hat den wunderbaren Satz gesagt, we are all hallucinating all the time. Wir halluzinieren alle immer in unserer Wahrnehmung. When we agree about an hallucination, that is what we call reality. Wenn wir uns einig sind über diese Halluzination, wenn ich genug Leute finde, die mit mir zusammen sagen, ja, ja, genau so ist es, dann wird es so richtig wahr. Die Frage ist nur, und übrigens an der Stelle ist mir noch mal ganz wichtig, Wissenschaft ist nach wie vor immer noch die beste Methode, so nah wie möglich an eine Realität ranzugehen. Ich propagiere hier nicht an nichts mehr zu glauben. Wissenschaft, es gibt einen Grund, warum die sich all diese Sachen ausgedacht haben, wenn man versucht, all diese kleinen Irrungen und Wirrungen, die wir jeden Tag bei unseren Bewertungen haben, um die auszuschließen, aber das nur am Rande. Und der Witz ist ja, wir versauen uns selber das Leben, wenn wir uns stressige Geschichten über andere erzählen. Deinem Chef ist es erstmal, wenn du für dich einfach nur denkst, dass der ein Arschloch ist, versaust in allererster Linie du dir dein Leben. Und wenn du dann noch glaubst, dass man das nur so sehen kann und du recht hast und dich dann noch verbündest,
dann machst du dir dein eigenes Leben eigenhändig zur Hölle. Und dann wahrscheinlich wirst du dich auch noch so scheiße deinem Chef gegenüber verhalten auf Dauer, dass der dann wirklich auch anfängt, sich komisch dir gegenüber zu verhalten. Unsere Geschichten, unsere Gedanken trennen uns von anderen Menschen. Und wenn wir es schaffen, anderen Menschen vorurteilsfrei, und zwar auch die Menschen, die wir schon lange kennen, und diesen alten Groll, den wir von vor 10 Jahren immer noch mit uns dazwischen stellen und sagen, naja, ich weiß schon jetzt, wie der gleich reagieren wird, weil damals hat er das nämlich auch so gemacht. Dass das vielleicht aus seiner Perspektive ganz anders gelaufen ist und andere Menschen das vielleicht auch anders bewerten würden, vergessen wir dann mal gerne an der Stelle. Das führt die Trennung ein. Aber eigentlich sind wir doch alle eins. Wenn Raumfahrer ins Weltall fahren und die auf die Erde gucken und die diesen kleinen blauen Ball sehen, dann beschreiben die ein Gefühl von tiefem Zusammenhalt. Overview-Effekt wird das genannt. All die großen religiösen Traditionen, all die spirituellen Denkrichtungen, alle kommen zu dem Schluss, dass wir alle eins sind. Atman, die Weltenseele im Hinduismus, ich und der Vater sind eins, hat Jesus gesagt. Also wenn ihr in die mystischen Stränge von allen Weltreligionen, allen großen Denkrichtungen geht, landet es am Ende eigentlich immer bei dieser simplen Tatsache, dass wir alle zusammengehören. Und das Gefühl kennt ihr alle. Schopenhauer hat das schön beschrieben. Er hat gesagt, dieses Gefühl, was wir fühlen, wenn wir davon hören, wie Menschen sich gegenseitig helfen. Noch mehr, wenn wir sehen, wie Fremde, die nichts miteinander zu tun haben, die keinen Grund haben, sich zu helfen, sich einfach gegenseitig helfen. Und noch mehr das Gefühl, wenn wir anderen Menschen helfen, nur aus dem Bedürfnis, was Gutes zu tun. Da spüren wir diese tiefe Verbundenheit. Da sind nicht unsere Geschichten dabei. Und da merken wir, dass wir doch hier in dieser Scheiße zusammen sind. Und dass wir ein positives Menschenbild und Vertrauen und Liebe und Vorschussvertrauen und Zuneigung brauchen, um diese großen Probleme hier anzugehen. Und wir uns selber das Leben zur Hölle machen, wenn wir uns immer diese negativen Geschichten glauben. Abraham Lincoln hat gesagt, ich mag diesen Menschen nicht. Ich glaube, ich muss ihn besser kennenlernen. Und davon bin ich überzeugt, ja, dass wir, wenn wir alle Menschen wirklich kennen würden, wir niemandem böse sein könnten, weil dann würden wir die Beweggründe verstehen. Lasst uns doch hier gemeinsam anderen Menschen mehr mit Offenheit, Liebe, Vertrauen begegnen. Und wenn wir die Wahl haben, uns die Geschichten glauben, die gnädiger sind, die gütiger sind, die verbindender sind, auch dir zuliebe. Ich habe noch einen letzten Appell an uns alle, inklusive mir selbst. Lasst uns doch der Grund sein, warum andere Menschen wieder an das Gute im Menschen glauben. Lass uns damit anfangen. Applaus